Vielen Dank fürs Warten, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen im Nachgang der ersten Sondierungsrunde zwischen CDU, BSW und SPD. Bei uns sind Thilo Kummer, Andreas Bühl, Katharina Schenk. Er erteilt zuerst Andreas Bühl das Wort für den kurzen Clip. Ja, wir hatten heute unsere ersten Sondierungsgespräche und das Ganze war geprägt von einer sehr vertrauensvollen, ernsthaften und konzentrierten Atmosphäre. Wir wissen ganz genau, um was es geht, nämlich darum, für Thüringen Veränderungen zu bringen und gemeinsam auch die Basis für eine zukünftige mögliche Regierung auszuloten. Und deswegen haben wir heute auch intensiv schon über Themen gesprochen, um zu sehen, ob das möglich ist. Zum einen war das Thema moderner Staat. Das war das erste Thema, über was wir heute gesprochen haben. Beim modernen Staat treibt uns als CDU vor allen Dingen rum, dass für die Menschen in diesem Land die Dinge wieder leichter werden müssen, dass wir uns auch anschauen müssen, wo können wir uns zum Beispiel von Bürokratie entledigen, wo können wir konkrete Punkte finden, Bürokratie abzubauen und auch Strukturen zu beschleunigen, wo können Dinge digitaler werden. Wir haben heute lange darüber gesprochen, was Thüringen in Sachen Digitales voranbringen muss. Da habe ich eine große Einigkeit von allen Gesprächspartnern empfunden. Und das war die erste Runde, die wir heute hatten. Die zweite Runde, das war das Thema Haushalt. Beim Thema Haushalt wissen wir alle, wie es in den nächsten Jahren stehen wird, nämlich dass die Zeichen durchaus schwieriger werden. Deswegen ist uns als CDU wichtig, dass wir eine solide Haushaltspolitik die nächsten Jahre bekommen, aber in dieser soliden Haushaltspolitik auch die Spielräume für Zukunftsinvestitionen weiter ausleuchten unter Einhaltung der Schuldenbremse. Und das haben wir heute auch gemeinsam diskutiert. Herr Kummer. Ja, auch wir fanden die Diskussionskultur sehr konstruktiv. Es wurde in einem guten Miteinander um Lösungen gerungen. Wir haben das Thema des handlungsfähigen und auch funktionsfähigen Staats am Anfang in den Mittelpunkt gestellt, wo es uns auch darum ging, Verwaltung als Dienstleister deutlich zu machen, als bürgernahen Dienstleister, aber auch als Dienstleister, der Unternehmen Investitionen ermöglicht. Das ist einfach mal auch eine Frage der Herangehensweise. Im zweiten Teil ging es dann um die Frage Finanzierung. Ja, Finanzierung für Zukunftsinvestitionen, da müssen wir Spielräume schaffen. Wir haben uns verständigt, wie das geht, trotz den Vorgaben der Schuldenbremse, haben dort entsprechend ausgelotet, wo wir in der Zukunft dort die notwendigen Finanzen sehen, die notwendigen finanziellen Spielräume, was wir für Kommunen tun können, um ihnen auch die nötigen Zukunftsinvestitionen zu ermöglichen. Und wir haben auch in einem längeren Zeitpunkt darüber gesprochen, wie wir Infrastruktur modernisieren können, unterhalten können und dementsprechend das Land eben für die Zukunft fit machen können. Vielen Dank, Frau Schenk. Aus meiner Sicht waren die Gespräche sachlich und konstruktiv, ganz im Wortsinne, was konstruktiv bedeutet. Konstruktiv bedeutet aufbauend und es geht vor allem darum, erstmal Vertrauen aufzubauen, einander kennenzulernen unter den neu zu schaffenden Rollen, in denen man nämlich ist, wenn man gemeinsam miteinander versucht auszuloten, wo liegt Konsens, aber wo liegt auch Dissens. Und ich konnte auf jeden Fall feststellen, dass wir heute in sachlicher Atmosphäre auch ganz an konkreten, pragmatischen Beispielen. Hier ist viel kommunal verliebte Gemeinschaft zusammengekommen, weil ja eben auch Oberbürgermeisterin, Bürgermeister und relevante Sprecher von Fraktionen in diesem Sinne gesprochen haben. Und uns ging es darum, anhand dieser konkreten Beispiele auch zu fragen, wo bestehen denn auch Dinge, die man auf jeden Fall lösen muss, auch wenn es im ersten Schritt vielleicht noch keinen Konsens gibt. Und das zeichnet ja nun gerade auch Sondierungen aus, dass man nicht nur eine grüne Liste macht mit Zielen, sondern sich auch fragt, wie wird sich der Weg gestalten. Da habe ich heute sehr konstruktiv wahrgenommen, dass wir das können. Und gleichzeitig ist es auch, denke ich, meiner Partei gelungen, klarzumachen, dass wir hier jahrelang Regierungsverantwortung getragen haben und es da soziale Errungenschaften gibt, die für uns weiterhin bestehen sollen und die wir auch als eine Leistung für dieses Land bewerten. Und ich hatte den Eindruck, dass das im Gespräch auch auf fruchtbarem Boden gefallen ist, zu sagen, es muss ja einen Weg geben, in dem wir gemeinsam vereinbaren, was gut und richtig war und was gut und richtig werden soll. Und in diesem Sinne bin ich zuversichtlich, dass diese Gespräche auch weiterhin sich gut entwickeln werden und wir allen großen Themenfeldern die nötige Zeit einräumen werden, um dort zu vereinbaren, was konsensfähig sein kann und was vielleicht auch im Dissens bleiben muss. Wunderbar, dann herzlichen Dank Ihnen drei. Vielleicht eine Sache noch. Sie fragen sich vielleicht, wann geht es weiter? Das wollen wir natürlich nicht schuldig bleiben. Wir werden am Mittwoch weiter verhandeln und werden am Mittwoch dann die nächsten Gespräche führen.
Und gestatten Sie mir auch noch eine Ergänzung, weil es heute darüber Verwirrung gab, dass der Landesvorsitzende Georg Meyer an den Gesprächen nicht teilgenommen hat, liegt daran, dass er erkrankt ist und auf Rücksicht auf seine Mitsprecherinnen und Mitsprecher natürlich auch niemanden anstecken möchte und seine volle Kraft braucht. Und wir haben deswegen nur diesen Krankheitsgrund, warum er heute nicht zugegen war. Und er wird dann, wenn er wieder gesundet ist, an den Gesprächen teilnehmen und gegebenenfalls sich auch da vielleicht digital zuschalten müssen. Aber bewerten Sie als das, was es ist, eine Krankheit und nichts weiter. Und wir wünschen ihm natürlich gute Besserung. Und ich gehe davon aus, dass Sie das auch tun. Wunderbar. Dann herzlichen Dank Ihnen rein. Herzlichen Dank fürs Kommen. Warum sind keine Nachfragen erlaubt? Ja, wir können die Nachfragen heute machen, Herr Präsident. Dankeschön. Ja, aber schön, wenn Sie die Fragen beantworten. Schönen Dank. Danke sehr.